Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur sechsten Episode der Season 2 von Formel 1 2015 hier auf Totally Nuts. Und ihr seht schon, heute bin ich in ein bisschen anderen Screen. Wir fangen mal nicht mit Heiko Wasser an, sondern ihr seht, ich habe hier das Practice gefahren, also quasi das Freitraining, und da hat es Strafen gegeben, eine Menge sogar. Ihr seht schon, bei einigen werden plus 5 Positionen angezeigt und das ist sogar bei relativ vielen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich bin ganz normal gefahren und hier, wenn man drauf schaut, Gridstrafe, Runde 2, Runde 3, Runde 7, sehr, sehr viele Fahrer, Vettel, einer der Top-Fahrer, Räikkönen und so, die haben alle eine Grid-Penalty bekommen und dann blockieren der Boxengasse, Disqualifikation, keine Ahnung, was da los war, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber auf jeden Fall einige Strafen und das ist nicht so unwichtig, wenn es jetzt gleich ins Qualifying geht und da springen wir jetzt hin. Wir sind beim Qualifying hier im prächtigen Monte Carlo in Monaco. Es ist immer ein besonderes Ereignis für die Fahrer und die Teams. Das Qualifying entscheidet, wer auf dieser berühmt-berüchtigten Strecke von der Pole aus startet. In den nächsten Minuten könnte das morgige Rennen bereits entschieden sein, bevor es angefangen hat. Der Fahrer auf der Pole wird angesichts der wenigen Überholmöglichkeiten nämlich die besten Chancen auf den Sieg haben. Ja, und wo wir schon beim Qualifying und einer guten Ausgangslage sind, ihr wisst ja noch, letztes Jahr, falls ihr es nicht mehr wisst, klickt mal oben auf die Infokarte, da habe ich euch das Rennen verlinkt. Da haben wir im Qualifying ganz schön Probleme gehabt, beziehungsweise an einer Stelle einen ziemlichen Bock geschossen und mussten dann von der letzten Position starten. Diesmal wollen wir es besser machen, haben auch ein sehr, sehr, ich nenne es immer konservatives Setup. Es ist natürlich ein, konservativ ist natürlich an sich der falsche Ausdruck, weil es halt sowas eigentlich in Formel 1 nicht gibt, aber ihr versteht, was ich meine. Halt einfach ein Setup, mit dem man in Kurven gut performen kann und dafür auf den Geraden nicht so den hohen Speed hat. Und ich bin eigentlich auch an sich eine relativ gute Runde gefahren, aber von der Position doch relativ weit hinten, was mich dann überrascht hat, weil auch wenn man hier das so ansieht, ich mache keine großen Fehler, die nächste Schikane hier, die liegt mir eigentlich immer relativ gut, weil ich da so, ja, ich sage mal so ein bisschen abkürzen kann und ich da einfach, ja, viel Zeit gut machen kann. Und hier, genau da an dieser Wand, da habe ich mich letztes Jahr tatsächlich überschlagen im Qualifying und musste dann vom letzten Platz starten. Dieses Mal haben wir es besser gemacht und wir steuern auf einem Top-10-Platz zu. Leider die vorletzte Kurve ein bisschen überschossen. Bisschen zu spät gebremst, aber dann mit DRS auf die letzte Startzielgerade und es ist Platz 9. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. 1,3 Sekunden hinter der Bestzeit und das auf so einer Strecke hier, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Sergio Perez zeigt sich dementsprechend auch zufrieden und wie gesagt, eine gute Ausgangslage. Das ist die Strecke, wo es wichtiger denn je ist, Monaco, da müssen wir einfach gut sein. Nico Hülkenberg, unser Teamkollege, den haben wir tatsächlich 7 Zehntel abgenommen, was schon echt viel ist. Er startet morgen am Sonntag auf dem 12. Platz und vorne eigentlich das gewohnte Bild, Mercedes, Ferrari, Williams. Nur einer, der ist wieder ziemlich weit abgeschlagen, das ist Dani Kvyat auf 15. Aber dann würde ich sagen, starten wir mal das Rennen. Willkommen zu einer Kultrennstrecke auf dem Formel 1 Kalender. Wir sind in Monaco, wo sich die Reichen und Schönen tummeln. Heute steht Lewis Hamilton auf der Pole. Der Mercedes dominierte das gestrige Qualifying und mit diesem Motorvorteil kann man sich kaum vorstellen, dass irgendeiner ihm heute den Sieg streitig machen kann. Und ihr habt es in der Zwischensequenz gesehen. Nasse Strecke, alle starten auf Intermediates. Das war wirklich die Überraschung. Gut, dass ich, wie gesagt, eine sehr, ja, auch eigentlich ein Regensetup fahre. Das kommt mir sehr entgegen. Und das habt ihr beim Start gesehen hier. Sehr, sehr gutes Manöver an Massa vorbei auf Position Nummer 3. Nur noch die beiden Mercedes vor mir. Also das auf jeden Fall wunderbar. Wir sind ja auch von 5, glaube ich, was gestartet. Eben wegen diesen ganzen Grid-Strafen. Also nicht wundern, falls ihr euch denkt, hä, du warst doch auf Position 9 und auf einmal bist du auf 5 vor. Ja, das war tatsächlich, dass so viele Fahrer hier eine Strafe bekommen haben. Hier übrigens nochmal die Sicht von Felipe Massa. Da bin ich innen und er lässt uns fair Platz und dann gehen wir halt dran vorbei und er fällt zurück auf 4 und wir sind auf dem Podiumsplatz vorne. Hier nochmal aus der Sicht von Kimi Räikkönen, der an sich deutlich besser qualifiziert war, aber auch 5 Plätze versetzt wurde. Und da bin ich spät auf der Bremse. Ja, schneide ein bisschen die Kurve, aber ich denke, das war noch im grünen Bereich. Immerhin habe ich auch die Kollision vermieden. An dieser Stelle schon mal ein großer Sprung
Rüber zur Runde 5. Es ist nicht viel passiert. Die beiden Mercedes sind wirklich vorne weggezogen. Die haben ein ganz anderes Pace gefahren als der Rest des Feldes. Und ich habe so die anderen ein bisschen aufgehalten. Ich habe so einen Zug von, ja, wie viel sind es? 7, 8 Autos hinter mir. Und ja, die musste ich immer versuchen, hinter mir zu halten. Aber bis dahin ist nichts passiert. Allerdings, Runde 8. Kommt auf einmal eine Szene, die unglaublich ist, wo ich Codemaster sagen muss, wow, was ist denn hier bitte passiert? Aber seht selbst, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. So, hier, ich fahre ganz normal in die Kurve und jetzt, ups, was ist denn hier passiert? Ich hänge einfach in der Kurve fest und ghoste auf einmal, was ist hier passiert? Ich verliere 3 Positionen. Ich hatte 10.000 Fragezeichen über meinen Kopf, als die Situation passiert ist. Ich muss mir erstmal Rambo-mäßig hier die Plätze wieder zurückholen. Aber was war das überhaupt für ein Manöver? Also ich meine, ihr müsst mal überlegen, du fährst also und auf einmal bleibt dein Auto stehen. Ja, ganz super. Codemasters, große Klasse. Ich muss euch an der Stelle mal ganz kurz hier applaudieren. Also, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, jetzt immerhin Räikkönen konnten wir wieder überholen, aber an Ducato, es geht kein Weg dran vorbei. Ich werde gleich genau an dieser Stelle nochmal weitermachen, es ist noch was passiert, aber jetzt müssen wir erstmal auf die Situation schauen, was passiert ist. Hier, ich fahre ganz normal in die Kurve und ich bleibe stehen. Massa wird sich auch so gedacht haben, ja gut, fahren wir halt da einfach mal durch. Ich habe es euch nochmal wirklich als Slow-Mo hier gezeigt und ihr seht, ich fahre die Kurve ganz normal. Also da ist einfach auf einmal eine unsichtbare Wand. Ich bin weder in die Mauer gefahren noch sonst was. Ich bin die Kurven immer gleich gefahren und auf einmal, ihr seht es hier ganz deutlich, ich bin von der Mauer weg und die anderen nehmen die Kurven ja auch so. Die fahren sie vielleicht ein bisschen weiter außen an, aber das darf halt einfach nicht passieren. Und das hier ist ungeschnitten sozusagen, immer noch in derselben Runde, in derselben Situation und Kimi Räikkönen dreht uns auch noch weg. Und damit ist unser Rennen endgültig gelaufen. Und ich dachte mir einfach nur, oh mein Gott, was ist hier passiert? Und ich muss natürlich da rangieren und sonst was. Und fall zurück auf Platz 16. Und das war einfach, wow. Also ich meine, du bist auf einem Podiumsplatz auf 3. Auf einmal glitscht du rum, musst kämpfen. Und dann hier, da möchte ich wieder übrigens betonen, es ist nicht mein Fehler. Ich habe nur die Linie gehalten. Ich habe ganz normal abgebremst. Schieb hier Räikkönen auch noch so, dass er einfach weiterfahren kann gerade. Ich muss hier wirklich kurz lachen, weil das einfach so absurd ist, was hier passiert in diesem Rennen. Also letztes Jahr Monaco war verrückt, aber mit Happy Ending. Und dieses Jahr Monaco ist noch verrückter, aber nicht mit Happy Ending. So, wir sind Runde 10. Carlos Sainz hier. Drücken ihn raus, pressen ihn ein bisschen gegen die Wand. Mir war es egal. Ich musste Frust ablassen. Die Armbots mussten herhalten, um meinen Frust abzubauen, weil, wie gesagt, Räikkönen, dem schiebe ich einfach da das in die Schuhe, weil natürlich sagst du immer, ja, du musst den Gegner Platz lassen, aber er kann sich nicht da einfach außen vorbeidrücken, das geht nicht. Also wie gesagt, China und so, das war mein Fehler, aber das war wieder mal eindeutig eine Botsache. Ihr seht schon mit den Ferraris, da habe ich auf jeden Fall so meine Probleme und die Aktion davor, das ist einfach nur, wo ich sage, Codemasters, was zum Teufel ist da passiert. Um mal ein bisschen wieder auf sein Geschehen einzugehen, ich habe hier Marcus Ericsson noch überholt und wir sind in Runde 18, das ist die drittletzte und vor mir sind noch Felipe Nasser, den ich jetzt hier auch mal so ein bisschen rausdück, zack, okay, ein bisschen gegen die Wand, ich heb die Hand, obwohl ich ihn rausdück, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, das war mir einfach dann auch schon egal, weil ich mir gesagt habe, ja, in die Punkte kommst du eh nicht mehr und überholen ist sowieso schwer in Monaco, deswegen probier's einfach und Runde 19, Dani Kwiat vor uns. Den werden wir jetzt definitiv auch nochmal attackieren. Hier, ja, da hat es noch nicht ganz gepasst, aber der Kurvenausgang, da sind wir auf jeden Fall besser. Und wir probieren es einfach mal außen hier am Casino vorbei. Und ja, das funktioniert. Und wunderbar, Runde 19 noch auf Platz 12 gekommen. Aber das war es tatsächlich auch schon von den Rennen. Ich hätte euch natürlich sehr viel lieber gezeigt, wie ich mich gegen die Williams erwehre und so. Boxenstopp gab es ja nicht, weil Intermediates, die halten 20 runter. Aber das war's tatsächlich und so enden wir den Monaco Grand Prix in der Season 2, Platz 12. Leider kein Sieg, keine Punkte, kein Podest. Einfach nur ein großer Haufen Codemasters, Bugs. Ich weiß nicht, was es war. Es war einfach zum Kopfschütteln. Immer Nico Hülkenberg hat noch einen Punkt mitgenommen, aber das ist eigentlich irrelevant für uns. Ganz vorne auf jeden Fall die beiden Mercedes, Lewis Hamilton, Nico Rosberg. Massa holt sich den dritten Platz, dann Ricardo Bottas und Vettel immer noch auf 6 vor. Und ja,
wir halt auf 12 und der Rest des Feldes ist eigentlich auch, ja, der Standard, sage ich mal. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ihr seht es in den Fahrerstandings. Wir verlieren weiter am Boden. Die 15 Punkte für den dritten Platz hätten uns sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden. Da wären wir jetzt bei 40 Punkten und voll im Rennen mit dabei. Ja, rund um Platz 4, 5, 6, 7. Ihr seht es da, weil die anderen ja dann auch deutlich weniger Punkte bekommen hätten, weil ich ja vorhin gelandet wäre. Aber so immer noch Platz 9 und wir müssen echt schauen, dass wir in den kommenden Rennen wieder ein paar Punkte sammeln und uns daran robben. Und auch in der Konstrukteurswertung, ihr seht schon, die Red Bulls sind wirklich weit weg. Mittlerweile gut 12 Punkte kann man aufholen, aber da müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das nächste Rennen fairer wird, mir Codemasters keine Steine in den Weg legt und ihr auf jeden Fall auch wieder mit dabei seid. Und falls euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann das kommende Mal wieder zu einer neuen Episode von Formel 1. Bis dahin, liebe Leute, und ciao, ciao.